die Frauen sagen, Spanier sind zu gut aus dem Spiel. Und wir müssen auf die mit einem großen Applaus. Weil in jeder anderen Wattenfall 80 Kilometer. Sekunden noch der Vorsprung und noch 5 Kilometer. Also, jetzt hier 23 Sekunden, das kann auch viel sein. Ne? Also, kennen wir auch vom Triathlon, das ist eine lange Strecke, aber mildere noch Tempo. Wirklich, jetzt ist auch das Team ein bisschen stark. Hatte, wollte natürlich den Stefan, Herr Doktor, unseren Freundschaftsmann nach vorne bringen. BSK Würzburg, natürlich auch mit André Schulze, der Sprintstart. Noch 2 Kilometer für die Spitzenfahrer immer noch. Da zählt die 300 Meter zurück. 16 Sekunden noch, der Vorsprung schwillt, wie die Gletscher am Pol. Langsam aber gleich mehr. Reicht es noch? Ein Sechsprung vor einer Minute hätten wir gesagt, geschaffen. 16 Sekunden. Man weiß es nicht, vielleicht verfahren Sie schon einfach mal an den Kreis. So, wir wollen aber unsere Egale am Ende gewinnen. Unsere Profis hier, gebührend empfangen. Riemann, das ist Becker und in den letzten 6 Jahren schon erfolgreich gemacht hat. Also, wenn ihr hier die ersten Fahrzeuge seht, wollen wir, dass der Hexenkessel hier kommt. Und Andreas wird dann hoffentlich ein spannendes Finale kommentieren. Hoffentlich kommt es zu einer Sprintentscheidung, aber wir wissen es nicht. Deswegen sind wir alle hier und feuern die Profis an auf die letzten Meter. Ja. 16 Sekunden, Andreas, das ist nicht ein Wimpernschlag. Es gab immer schon Fluchtproben, die haben es dann gerade so geschafft, das haben wir letztes Mal gesehen. Oh, die Spitze trennt sich voneinander. Die spucken jetzt sich selber schon den Sieger aus. Also die trauen nicht den Vorsprung. Der eine fährt jetzt quasi weg. 1000 Meter noch. Letzte, der Teufelsklapp ist erreicht. Oh, 1000 Meter sind wir weit. Die 12 ist in Führung. Gustavo Cesar Veloso. Wenn er sich nicht noch verfährt, Roman, ich glaube, er schafft es. Das wäre toll!